Hi Freunde und willkommen bei SKNK. Seit 6 Monaten schon nutze ich das Samsung Galaxy Z Fold 3 als mein Alltagstelefon. Und jetzt machen sich so langsam tatsächlich erste Gebrauchsspuren bemerkbar. Welche das sind, zeige ich euch nach dem Intro. Mein Name ist Serkan und falls du das erste Mal hier auf meinem Kanal sein solltest, dann vergiss nicht, auf den Abonnier-Button zu klicken. Damit würdest du meine Arbeit hier auf YouTube extrem unterstützen und auch keine weiteren Videos rund um die Themen Technik und Datenschutz verpassen. Ja, Freunde, tatsächlich habe ich es nicht für möglich gehalten, aber auch bei mir tauchen die ersten Gebrauchsspuren an meinem Z Fold 3 leider auf. Und viele von euch haben ja unter meinen Z Fold 3 Videos auch oft kommentiert, dass sich bei denen die Folie löst, dass sie mit dem Flex-Display Probleme haben, dass es schwarze Balken gibt in der Mitte oder rechts vom Display, links vom Display, so im internen Flex-Display jetzt. Und bei mir tatsächlich habe ich jetzt auch eine Macke bekommen, die oft in den Kommentaren dann halt auch erwähnt wurde, und zwar, dass sich die Folie so ein bisschen löst. Und ich habe jetzt mein Z Fold 3 hier am Start für euch mit der On-Top-Kamera. Ich zentriere das mal kurz und ich habe das Handy weder sauber gemacht noch sonst irgendwas. Ich habe es jetzt wirklich so gelassen, wie ich es täglich auch nutze. Und wir schauen uns das jetzt mal ganz genau an, wie das alles so aussieht. Also, wie gesagt, diese Schutzhülle nutze ich von Anfang an. Die ist immer drauf, tagtäglich. Und ihr seht ja auch schon, die schützt hier jetzt nicht komplett, sondern die schützt nur diese Seite hier. Aber diese Seite ist komplett ungeschützt, leider. Und ich würde mal sagen, wir nehmen die jetzt mal ab. Also wie gesagt, die ist jetzt auch dreckig. Ihr könnt es sehen, hier sind überall so, ich weiß nicht, kann man es sehen? Hier sind so leichte Partikel drin. Da ein bisschen so Staub und ja, kleine Partikel von irgendwelchen Sachen, die ich halt in meiner Hosentasche habe. Wenn ihr einmal macht, ist es dann auch schon weg, mehr oder weniger. Hier war standardmäßig auch eine Folie drauf von Samsung. Wenn ihr das Gerät kauft, ist es auch auf dem Frontdisplay eine Folie drauf. Die hat sich tatsächlich auch mit der Zeit gelöst. Deswegen habe ich sie auch abgenommen und keine neue drauf gemacht. Das heißt, ich benutze das Frontscreen hier ohne Folie. Und hier an der Seite scharnieremäßig ist auch alles okay. Wobei zu Scharniere komme ich gleich auch nochmal. Da habe ich noch was zu sagen. Und auf der Rückseite sowieso, da haben wir ja die ganze Zeit diese Hülle so drauf. Deswegen ist hier auch alles okay soweit. Das erste Problem, was bei mir aufgetreten ist, ist quasi dieser kleine silberne Punkt hier. Ich weiß nicht, ob ihr den sehen könnt. Ich halte das mal näher zur Kamera. Da habt ihr den silbernen Punkt, da könnt ihr es sehen. Und das ist ganz klar ein Fall von, der Lack löst sich hier am Rahmen ab. Und das finde ich schon sehr schade, muss ich sagen. Weil immer wenn sich so der Lack ablöst, sieht das auch nicht mehr so attraktiv aus. Gerade wenn man das Gerät jetzt auch weiter verkaufen möchte, da muss man das schon angeben, weil es halt direkt wirklich ins Auge fällt. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, das erste Video, wo ich zum Zustand meines Z Fold 3 ein Video gemacht habe, da habe ich das auch erwähnt, dass ich hier einen ganz, ganz kleinen silbernen Punkt habe. Kleiner silberner Punkt auf dem Alurahmen auf der rechten Seite. So, da ist ein ganz kleiner Punkt. Ich weiß nicht, wie der zustande gekommen ist, keine Ahnung. Und das ist dieser Punkt. Der hat sich jetzt einfach vergrößert, Freunde. Und ihr seht, wenn ich nichts dagegen tue, wird er auch immer größer und größer werden, weil hier einfach ein Abrieb herrscht. Das heißt, dieser Rahmen nicht geschützt ist, herrscht hier ein Abrieb. Und wenn der Lack an einer Stelle schon ab ist, wird er sich immer weiter ablösen und wird hier die Fläche immer größer werden. Leider. Das ist die erste Macke, die ich so habe, kann man sagen. Und gehen wir weiter direkt zur zweiten Macke. Und dafür mache ich jetzt hier das Smartphone mal auf und wir gucken uns das interne Display mal an. Und zwar haben einige von euch ja auch mal geschrieben, dass sich die Folie hier vorne ablöst. Und diese Folie ist ja standardmäßig mit drauf. Die darf man nicht abziehen tatsächlich. Die ist eine Mitkonstruktion, die zum Display gehört. Deswegen darf man sie nicht abziehen. Aber mit der Zeit kann sie sich eben lösen. Und wenn sie sich löst, dann muss diese Folie auch auf jeden Fall von Samsung ersetzt werden. Ich weiß, dass ich mal ein Gespräch in meinen Kommentaren, ich weiß nicht mehr mit wem, ich suche es jetzt aus und blende es genau jetzt ein, ja, dass er seine Folie auf jeden Fall austauschen lassen hat und er dafür 30 Euro bei Samsung bezahlen musste. Und 30 Euro halte ich auf jeden Fall für einen akzeptablen Preis, dass sie da die Folie für einen austauschen. Denn wie gesagt, ihr selber dürft es nicht machen und man kann da auch nicht eine x-beliebige Folie drauf machen, sondern man muss da wirklich eine Folie drauf machen, die Samsung extra für dieses Display entwickelt hat. Und bei mir
entwickelt sich jetzt auch langsam ein Zeichen dafür, dass sich die Folie so ein bisschen löst. Und zwar hier ganz oben, ich weiß nicht, ob ich das aufs Bild kriege, aber irgendwie müssen wir es ja raufkriegen. Und zwar hier oben, Freunde, da löst sich ganz leicht die Folie. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Da löst sich ganz, also da ist eine ganz kleine Blase. Und die wird vermutlich bald irgendwann immer größer werden. So. Kann man das so sehen? Da sieht man es, glaube ich. Seht ihr das? Genau hier oben an der Spitze, wo der Knick ist. Da hat sich eine ganz kleine Blase entwickelt von oben runter. Und meine Vermutung ist jetzt, bei jedem Auf- und Zuklappen des Smartphones wird sich diese Blase, wenn auch nur 0,1 mm, vergrößern. Und irgendwann ist sie dann immer größer und für mich dann im Alltag auch nicht mehr tragbar. Klar, Samsung hätte jetzt hier auch sagen können, wir wissen, dass sich die Folie irgendwann ablöst und während der Garantiezeit, also in den ersten 2 Jahren, wechseln wir die auch, beziehungsweise tauschen wir die auch kostenlos aus. Aber wie gesagt, ich habe von einem meiner Zuschauer gehört in den Kommentaren, dass er dafür 30 Euro bezahlen musste bei Samsung, um seine Folie austauschen zu lassen, denn er hatte genau dieselben Blasenprobleme. Und ich denke, die wird auch jeder so ein bisschen über die Zeit kriegen, weil die entwickelt sich jetzt bei mir ganz langsam hier oben und wird sich wahrscheinlich nach unten hin arbeiten. Und dann spätestens, wenn sie ein bisschen größer ist, muss ich die Folie austauschen. Das waren die ersten 2 Macken, die ich habe und tatsächlich auch die einzigen. Ich habe sonst keine weiteren Macken an meinem Fold 3, die ich kritisieren könnte. Ich habe nur noch eine Auffälligkeit, die ich gleich ansprechen möchte und das ist die Scharniere. Aber wir gehen noch mal kurz die Macken durch. Also hier, wo sich der Lack so ein bisschen löst und dann hier, wo sich die Folie so ein bisschen löst. Ich bin ehrlich, die Folie kann man ja austauschen. Das mit dem Lack finde ich natürlich viel trauriger. Vielleicht sollte ich mir auch eine andere Schutzhülle mal holen und auch diesen Rahmen hier schützen, damit der hier einfach nicht größer wird. Ja, weil es ist auch keine Schramme, nix da. Also nicht so, dass mir das Gerät mal runtergefallen ist oder ich es irgendwo gegengeknallt habe. Nein, es war wirklich immer sorgfältig in meiner Tasche und ist mir nie runtergefallen. Ich habe es auch nirgendwo gegengeschlagen, mal aus Versehen. Es hat sich hier einfach sowas entwickelt. Wie? Kann ich mir nicht erklären. Und sonst, wie gesagt, alles in Ordnung, aber vielleicht sollte ich mir echt mal eine andere Schutzhülle anschaffen. Was habt ihr eigentlich für Schutzhüllen am Start? Schreibt es mal in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren, welche Schutzhüllen ihr nutzt und wie zufrieden ihr mit diesen Schutzhüllen seid. Denn ich bin tatsächlich auch gerade auf der Suche nach einer Schutzhülle, die ich dann auch hier im Video euch präsentieren kann. Und falls es Schutzhüllenhersteller gibt, die für das Z Fold 3 gute Schutzhüllen haben, wo sie der Meinung sind, ey, hier, probier mal das, das wird dir gefallen, dann würde ich es gerne auch austesten und auch ein Video dazu machen. Die Mail ist unten in der Videobeschreibung. Und ja, kommen wir jetzt zu Scharniere. Und zwar bei der Scharniere habe ich gemerkt, dass sie jetzt leicht gängiger geworden ist über die Zeit. Also die ist nicht mehr so straff. Wisst ihr, was ich meine? Die ist wesentlich leichtgängiger geworden. Am Anfang war sie schon sehr straff. Also, was heißt sehr straff? Sie war auf jeden Fall straffer als jetzt. Aber jetzt kommt mir das leichtgängiger vor. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie ein Defekt ist oder so, auf gar keinen Fall, denn die Scharniere hält noch an jeder Position, wo ich sie hinmache, dafür ist sie auch noch straff genug. Also nicht, dass ihr denkt, so leichtgängig, dass sie jetzt die ganze Zeit auf und zu klappt von selbst, nein, die ist noch wirklich so, wie sie sein sollte, aber schon ein bisschen leichtgängiger und ich denke mir, wenn das jetzt auch ein Prozess ist, wo es wirklich in die sich Tag für Tag oder Woche für Woche oder Monat für Monat halt erweitert, dass es immer leichtgängiger wird, dann irgendwann klappt das Ding dann selbst auf und zu. Wobei ich glaube nicht. Ich glaube, Samsung hat die Scharniere schon wirklich sehr gut entwickelt und es gibt ja Entwicklungsvideos von der Scharniere, wie Samsung gelöst hat und eigentlich gibt es da bei der Scharniere auch keinen Verschleiß, wenn dann nur wirklich minimal und ich glaube nicht, dass sich das weiterentwickeln wird, als wie es jetzt ist. Also ich hätte jetzt gerne noch ein nagelneues Z Fold 3 oder Z Fold 4 neben mir, um eben das genau jetzt zu testen, wie die Scharniere dann bei einem Neugerät sich anfühlt und wie sie sich bei meinem Gerät nach 6 Monaten anfühlt. Das wäre mal interessant, denn daraus könnte man vielleicht ableiten, okay, nach einem Jahr wird es dann vielleicht noch extremer oder eben nicht. Ne? Das könnte man dann auch hinterher noch weiter testen. Aber sonst, Leute, habe ich nichts zu bemängeln. Es ist alles wirklich
noch tippitoppi, bis auf diese Kleinigkeiten, die ich habe. Ich nenne es jetzt auch mal Kleinigkeiten, weil es auch einfach Kleinigkeiten sind, wenn ihr mich fragt. Und ich bin immer noch top zufrieden mit dem Z Fold 3. Und ich werde euch definitiv mit den Problemen, die ich hier gerade vorgestellt habe und die ich auch mit meinem Z Fold 3 habe, werde ich euch auf jeden Fall auf den Laufenden halten, Freunde, mit den Videos und mit den Gebrauchsspuren, wie sie sich jetzt nach 8 Monaten entwickelt haben und nach einem Jahr. Deswegen seid gespannt. Ich bin auch gespannt, wie sich das entwickelt. Und ja, Freunde, jetzt wisst ihr, was auf euch zukommen könnte, wenn ihr euch ein Z Fold 3 oder Z Fold 4 eventuell anschafft, was für Gebrauchsspuren sich mit der Zeit entwickeln könnten. Das war es auf jeden Fall mit diesem Video. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen weiterhelfen. Wenn es so ist, wisst ihr, was zu tun ist. Liked das Video, abonniert den Channel, falls nicht schon getan. Ganz, ganz wichtig, aktiviert die Glocke und teilt es mit euren Freunden. Ich bedanke mich, wie gesagt, nochmal fürs Zusehen, Freunde. Macht's gut, euer Techmaster.